Quiz.de erklärt. Die Stadt hat ihren Glanz verloren. Stinkendes Gesindel verbreitet sich in jeder Falte wie Bakterien. Doch ich bin hier, um alles reinzuwaschen. Wer bist du? Ich bin Eichelkäsemann. Eichelkäse. Heute bei Sex to Go. Das ist Clark Kant, der gerade von seiner Frau verlassen wird, nur weil der Neue ihre Perle besser rubbelt. Weil er Juwelendieb ist. Was noch wichtig wird, oder was? Ich verstehe Flashbacks nicht. Naja, Clark ließ sich vor Trauer gehen und schleuderte sich nonstop ein in seiner Fab Cave. Die Hygiene blieb dabei auf der Strecke. Nach einiger Zeit bildeten sich so recht fiese Ekelbatzen und streichzarte Pimmelcreme unter seinem Rollkragen, dank der Kraft der Bakterien. Der Gestank der Stocknähte reichte Clark als Superkraft und so wurde er zu Eichelkäsemann. Mit seinem ranzigen Hosenduftbäumchen nahm er den Kampf gegen die Unterwelt, Freunde und Familie auf. Und dann bekam er seine Rache. Das alles mit der treuen Hilfe von Muschelkäse. Jep, die gibt es auch. Dann wurde er krank. Tja, Leute, Leben ist kein Film. Wenn euch eine radioaktive Spinne beißt, sterbt ihr. Wenn ihr Stinkematsche am Rüssel habt, übernehmen irgendwann Bakterien die Weltherrschaft. So, seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt Justix League vereint euch.